Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, ich habe zwar versprochen, dass wir in der nächsten Folge, also in der jetzigen Folge, nach Faring laufen, aber dann habe ich beim guten Freybeard, dem endlich schlechten Let's Player, eine Folge gesehen, die mich dann doch interessiert hat und ja, dem wollte ich dann auch nachgehen und deswegen bin ich mal offscreen hierher gelaufen. Warum, sehen wir gleich. Zum einen haben wir da oben einen Turm. Den habe ich gerade beim Herlaufen gefunden. Da gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Aber der Grund, warum ich hergekommen bin, ist dieser Blutschilf. Nein, natürlich nicht. Schön wär's. Und zwar haben wir da noch einen Varg. Restlichen Vargs habe ich mal in ganz frecher Weise mal offscreen gemacht. Weil, wie man sieht, ist da nicht viel bei. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt direkt hier war. Guck mal, da haben wir unten einen Schattenläufer. Warum das ist noch ein Schattenläufer? Warum das mehr oder weniger wichtig sein wird? Na gut, so wichtig jetzt nicht, aber wer in etwa weiß, was ich hier mache, der versteht den Zusammenhang zwischen die Schattenläufer und mein Grund hier zu sein. So. Da. Aua. Da. Aua, aua. Ja, Schattläufer. Mit denen ist nicht zu spaßen. Da. Aber so eine ganz behinderte Hitbox, muss ich ehrlich sagen. Die treffen einen viel weiter, als sie eigentlich sollten. Meiner Meinung nach. Aber hey. Gut. Nehmen wir halt einfach die Cheatwaffe. Dann, ist alles kein Problem. So. So. Zwei Schattenläufer sind weg. Wir könnten durchaus noch ein paar mehr Schattenläufer rumlaufen. Deswegen ich. Jetzt habe ich natürlich den falschen Weg genommen. Kacke. Jetzt bin ich von unten angekommen. Denn hier haben wir einen. Aber ich möchte erstmal ein paar Kollegen besuchen gehen, bevor ich jetzt hier nochmal herkomme. Oh, hoch, 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 au, au, au. Und zwar müssten die... Ja, ja, hör auf, danke. Da gehen wir auch noch gleich rein. War das hier? Ich war gerade ziemlich unsicher, aber wir gehen trotzdem einfach mal hier lang. Ich speichere aber mal. Wir haben ja gerade gesehen, was die jo, anrichten können. Diese blöden Schattenläufer. Ich wünschte, ich hätte mehr Giftpfeile. Das würde einiges ein bisschen einfacher machen. Alter, wo? Okay. Da, wegen der scheiß Blutfliege, habe ich mir zu Tode erschrocken. Heilige, heilige, heilige. Wo kam der noch einmal her? Frechdachs. Ja. Ja, ich sehe schon, normaler Angriff. Bin ich langsamer als die, deswegen. Ja. Alter, wie ich mich gerade erschrocken habe, ey. Wir haben da gerade einfach aus dem Nichts diese scheiß Blutfliege. Ich glaube es nicht. Ich speichere noch einmal. Denn ich habe Angst. Angst um mein Leben. Oh, hier haben wir Patronen. Messer, Schwert. Hausgeschwert, das ist noch einer. Von den dicken. Blöp, 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 blöp. Matsching, blöp, matsching, blöp, matsching. Versuch irgendwie Kombination rauszufinden, wo ich halt nicht so viele Schläge in die Luft verschleudere. Ich sehe nichts, aber das ist ja okay. Das ist in diesem Spiel ja nicht ganz so wichtig im Kampf. Ja. Wow. Hat sich ja richtig gelohnt, diese Matschepampe zu essen. Was soll's. Da sind noch mehr, meine Güte. Da wollte ich hin. Und zwar haben wir hier den Druidenjagdtrupp, den ich mehr oder weniger vergessen habe, beziehungsweise ja, bedrängt habe. Und deswegen, Du bist im Auftrag von Grog unterwegs? Warum willst du das wissen? Grog wartet immer noch auf deine Antwort. Was glaubt ihr denn?
dass es ein Kinderspiel ist, die Druiden ausfindig zu machen? Ja. Ich werde hier bleiben und weiter das Gebiet durchsuchen. Du sitzt aber gerade einfach nur. Kann ich dir helfen? Ich bin davon überzeugt, dass sich in dem Waldstück da unten am See ein Druide versteckt hält. Warum guckst du da nicht nach? Allerdings, dass eine Schar von Waldläufern dabei ist. Ich würde dieses Schwein von Druide nur zu gerne tot sehen. Kriegen wir hin. Ich werde den Druiden für dich töten. Na, wer sagt's denn? Endlich mal einer, der Mumm hat. Dann versuch mal dein Glück, Morra. Alles klar, töte den Druiden Runak. Das werden wir auf jeden Fall machen. Kann man den von hier oben aus vielleicht sehen? Oh, guck mal, ich war vorhin hier unten und hab da hochgeguckt. Bist du noch? Wow. Bin ich ja... Ah, hör auf zu ruckeln, bitte. Bin ich ja echt einen super geilen Umweg gelaufen. Aber da unten sind sie schon. Und die sind da... Oh. Es braucht nur einen Ork. Ja gut, er weiß, dass die hier unten sind. Ich wollte schon sagen, es braucht nur einen Ork, der mal kurz über den Klippenrand pinkeln will. Und die haben die den Druiden und die Waldläufer gefunden. Aber hey. Tja, ja. Nicht meine Arbeitsmoral, ne? Hat er hier irgendwas Tolles, außer einem Bett und ein Alchemietisch? Nichts. Na ja, klar. Gut, dann quatschen wir mal drunter ab. Dunkel sind die Wolken über den Wäldern Myrtanas. Wer sucht mich in dieser Stunde auf? Ich bin... Ah, du bist es. Der Entscheider. Du kommst in der Zeit, da wir deine Hilfe brauchen. Also, und das strebe ich in meinem Leben auch an, wenn ich mich vorstellen will und einfach nur sage, ich bin, dass die Leute sagen, ach, der bist du. Ah, alles klar. Das ist mal ein Achievement im Leben. Wer bist du? Mein Name ist Runak. Ich bin Druide, der Älteste. Und manche behaupten, ich sei auch der Stärkste. Aha, wer behauptet das? Deine Mutti? Zeig mir deine Ware. Oh, jetzt mal das Wichtigste. Oh, komm, die gönne ich mir. Feuerfalle selber herstellen kann ich ja nicht. Uran. Ach, die Dinger könnte ich dann sowieso nicht selber herstellen. Ich wollte mir überlegen, warte mal eben ganz kurz. Unter was zählt das, wenn ich so ein Blutfliegenverwandlungstrank mache. Oh, das hier. Zählt das über Alchemie 2? Permanente Tränke? Gift. Ach, Verwandlungstränke brauchen. Alchemie 2 und 65 Alchemie. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Weil da war ich nämlich im Überlegen, ob ich mir die Blutfliegendinger kaufen und machen soll, um dann schneller von A nach B zu kommen. Aber man wird ja sowieso angegriffen von den Leuten, deswegen lohnt sich das, glaube ich, gar nicht. Wenn ich hier mal Plunder an dem verkaufen, kann er bestimmt gebrauchen, wo er gleich hingeht. So, ja, komm. Ja. Am besten du hältst dich da. Wieso nennst du mich den Entscheider? Der Krieg der Götter tobt seit Anbeginn der Zeit. Innos und Belia streben nach der Herrschaft über die Welt. Als wenn das so einfach wäre. Aha. Was hat das alles mit mir zu tun? Du bist auserkoren, den Krieg der Götter zu entscheiden. Adanos selbst hat dich von jeglichem Einfluss der anderen Götter befreit. Du allein hast die Macht, nach deinem freien Willen zu entscheiden, auf welche Seite du dich schlägst. Aha. Erzähl mir mehr über den Krieg der Götter. Adanos wollte, dass die Bewohner der Welt allein über ihr Schicksal entscheiden. Alle, ob Menschen oder Orks, sind jedoch dem Einfluss ihrer Götter unterworfen. Die Völker der Welt kämpfen im Namen ihres Gottes um den Sieg. Dieser Kampf dauert an, bis eine Seite geschlagen ist. Tja, dann bin ich ja mal gespannt, welche Seite das sein wird. Du wirst nicht lange genug leben, um jemanden von meiner Existenz zu unterrichten. Wenn das dein Weg ist, so muss ich das akzeptieren. Ich werde es aber nicht kampflos hinnehmen. Jetzt wirst du was erleben. Aua, auf damit. Aua. Ist er richtig stark. Ist er ja richtig stark. Level up. Ruf bei den Orks plus 4. Ach geil, schein, dafür hat sich das gelohnt. Ah. Hä? Was ist denn mit dem los?
Ja, klar. Kein Wunder, dass die Orks Angst hatten, herzukommen. Wenn da so ein Cheater dabei ist. Unglaublich. Was ist denn los mit denen? Aua. Was ist... Hallo? Hallo? Das finde ich nicht okay. Ja, chill mal. Was? Was? Hallo? Das ist, finde ich, das finde ich verwerflich. Ich heile mich mal. Ich habe Angst. Mal wieder. Ja. Ich sag halt einfach nur. Also sein. Eindeutig, ein Hexenwerk. Also, sein Körper ist offiziell irgendwo hier. Seine Hitbox oder was auch immer, aber sein Geist fliegt umher. Er ist sehr magisch. Kann ich das vielleicht irgendwie so machen? Ah, gut. War jetzt gerade vom Himmel gefallen. Gut, dann muss ich das irgendwie... Hallo? Das Spiel hat gerade echt Probleme. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten. Probieren wir es mal hiermit aus. So nicht. So nicht? Achso, ich musste jemanden zum Ausgang haben. Okay, das funktioniert, aber... Okay. Es ist sehr merkwürdig. Warum passiert so eine Kacke eigentlich immer nur mir? Weißt du was? Deine Hose ist nass. Nein. Macht das ausscheiden? Ich glaube schon, ne? Das müsste er. Wo ist der? Und da. Ich hoffe, das macht zumindest auch ein bisschen Schaden, sodass er dabei ist. Ach, danke. Ein kleiner, elender Cheater. Meine Güte, was für ein Abenteuer. Kein Wunder, ja. Dass die Orks Angst hatten, hierher zu kommen. Und zwar der Druidenschein eines Schattenläufers. Das meinte ich halt vorhin mit, hat was mit, den Schattenläufern zu tun. Aber das ist ja, das, ja. Ja, interessiert ja wahrscheinlich keinen. So, blub. Ich speichere mal, weil ich Angst habe, dass mein Spiel kaputt geht. Wer hätte es gedacht? Jo, das Gute ist, wenn man sich gegen die Druiden und die Waldläufer stellt, die Bögen von denen bringen ordentlich Kohle ein. Das freut mich. Wie viel habe ich denn? 132.000, ne? Das reicht für den Anfang. Wenn ich so drüber... Ach, den habe ich schon. Wenn ich so drüber nachdenke, was die Rüstung teilweise später kosten, ist das nicht verkehrt, ein bisschen mehr auf Tasche zu haben? Da gehen wir gleich rein. Genug Zeit von der Folge haben wir ja. Guck mal. Kann ich die öffnen? Habe ich die gerade vergessen? Oder konnte ich die gerade nicht öffnen? Abgebrochen. Ja, komm, alle guten Dinge sind drei. Mach. Danke. Verwandlung Wolf, Telekinese, joa. Passt schon. Und ein Schlüssel. Na, immerhin. Gut. Wo war das? Wo waren die? Hier irgendwo, ne? Da. Tatsächlich. Block. Der Druide Runak ist tot. Das wurde auch Zeit. Ich suche das Schwein schon seit Tagen. Dann nehme ich mir jetzt mal eine Auszeit, bevor ich zurückgehe. Hab sie mir verdient. Dann ruh dich mal aus von der schweren Arbeit. So wie ich das sehe, habt ihr euch die ganze Zeit ausgeruht. Hier am Feuer, mit ein bisschen Fleisch, einfach mal hinsetzen. Das sind Orks, meine Damen und Herren. Das sind Orks. Naja. Gut, dann laufe ich nochmal zurück. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Nee, habe ich nicht. Geil. Gut, denn ich wollte noch auf jeden Fall in die Höhle. Das war halt ursprünglich eigentlich der Grund, warum ich hergekommen bin. Aber auf den zweiten Blick glaube ich dann eher nicht mehr. Das wird man gleich sehen, warum. Denn dann sind mir diese vier Rufpunkte bei den Orks doch angenehmer als das, was man hier bekommen kann. Beziehungsweise bekommen wird. Und zwar haben wir ein paar Untote. Ein modriger Zombie. Und
Skelettkämpfer. Es ist immer wieder eine Freude, gegen Gegner zu kämpfen, die blocken. Ist auf jeden Fall sehr angenehm. Egal in welchem Spiel. Aua. 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 Ja, ich kämpfe gerade ziemlich stümperhaft. Aber. Ja, passiert, ne? Habe ich gebratenes Fleisch da? Nice. Aua. Kann ich denn einmal den hier machen? Ja, nice. Ich finde es gut, dass die Skelette bluten. Was ziemlich realistisch ist, finde ich. So. Mit dem laschen Schlag nach links gerade hat er ein Skelett getötet. Finde ich lustig. Auch schon wieder. Ja, komm. Ich hatte auch schon wieder so eine Stelle, die Ewigkeiten dauert. Aber hey, das gehört dazu. Aua. Uff. Dafür bekomme ich ja einen gut auf den Deckel. So. Ach, das Skelett Schütze. Er weiß gar nicht, was er mit der Nahkampfwaffe machen soll, deswegen steht er dumm um. Ja. So. Keine Ausdauer mehr. Aua. Nein. So. Ich finde das schön, dass da ein Skelettkrieger ist, der versucht durch die Wand zu schießen, obwohl er mich gar nicht sehen kann. So, die ganzen Sachen sammle ich später ein. Ich will hier erstmal das Ungeziefer beseitigen. Okay, sind zum Glück nur noch die beiden. Also hier unten zumindest. Aber das finde ich nicht nett. Hallo? Also chill mal! Alter! Der Super Saiyajin, Mann. Ja. So, ups. So, jetzt gibt's Rache. Ja. Ich wollte mich zwar auch drehen, aber. Alter. Also. Manchen Gegnern haben sie die Dingsens ziemlich krass hochgedreht. Das war gerade ein super Gegner. Jagdbogen. Also die Frage hatte gerade. Das hatte wahrscheinlich das Skelett dabei, ne? Nicht der Zombie. Ja, ich schau doch mal hier unten, ob es hier irgendwas zum Einsammeln gibt, aber es sieht nicht danach aus. Das ist nur ein kleiner Friedhof. Was sollte es schon auf Friedhöfen geben, ne? Außer den da oben. Hehe. Ziemlich dunkel, ne? Egal. Das schaffen wir schon. Wir brauchen schon Licht. Ah! Da finde ich schön, dass der Magier da hinten einfach mit Zaubern gegen die Säule haut. Und uns zum Glück nicht trifft. Uhuhuhuhuhuhu. Bisher zum Glück nicht getroffen hat. Das war ungünstig. So. Mal gucken, ob das diesmal besser klappt. Autsch. Das tut weh. Aber wenn ich jetzt hier weglocke vom Eismager, vom Wassermager weg, dann sollte der Gargoyle kein Problem darstellen. Jojo. Wenn die Gegner mit dem Rücken zur Wand stehen, ist es immer so einfach. So, erstmal ein Apfel. Ein paar Äpfel. Aber was ist die Eier, kann ich auch weg. Dann ist das Inventar ein bisschen aufgeräumter. Dann spreche ich nochmal. So.
Also wenn der Magier Feige mit Zaubern angreift, greife ich auch Feige. Aua. 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 Das tut weh. Boah. Da! Uff, uff, nein, schnell, schnell. Ah! Toll. Na gut, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Aber ich habe eine weitere Strategie. Und zwar schleiche ich mich mal an. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ja, ne? Nee, doch. Es funktioniert. Aber fuck, er hat mich gesehen. Okay, gut. Plan B. Geronimo! Da, da. Dein Stab hat keine Chance gegen mein Schwert. Du. Hat er gar keinen Namen? Oder Stichwort einfach nur ungünstig, dass man das nicht sieht. So ein Untoter. Was ist denn das für eine Robe? So eine Adanus-Robe kann das sein. Er hat nicht mal einen Namen. Okay. Hat zweimal Schmuck dabei. Ja, das reicht doch. Und hier haben wir einen Ring. Ja, wow. Und tada, den Drachentöter. Aber es ist eine Einhandwaffe, was mich ziemlich, ziemlich traurig macht. Ein extrem scharfes Schwert, welches in Drachenblut getränkt wurde. Wer den zweiten Teil kennt, gesehen hat oder gespielt hat, erinnert sich sicher an die Erzdrachenklingen. Leider habe ich gedacht, das ist die große Erz, der große Erzdrachentöter ist. Was geil wäre, weil es ein Zweihänder war. Aber das ist leider ein Einhänder und für uns ziemlich unbrauchbar. Aber das Gute daran ist, ich kann ihn verkaufen und wie man sieht, der bringt ordentlich Kohle ein. Ordentlich Kohle. Und das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Vor allem, wenn ich dann hin und her switch zwischen Rüstung, wo ich mich dann mehr oder weniger entschieden habe, was für eine Rüstung ich hole. ja. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das dann später aussieht mit vielleicht noch Rezepten für andere Rüstungen in Nordmar oder vielleicht sogar Waffen. Weil zu DLC-Waffen, DLC sage ich schon, Content-Mod-Waffen, so wie der hier, da könnte durchaus sein, dass es Waffen gibt, die man schmieden kann. Die für mich dann in dem Fall noch interessant wären. Gut, ich gehe jetzt mal zu den Orks. Und von den Orks aus gehe ich mal wieder hier zurück. Zum Anfang der Folge. Hoffe ich mal, dass das der Anfang der Folge hier war. Ah, ja. Ja, komm. Ah. Ja, hier sind die Marks. Und zwar geht das dann hier hoch. Bevor ich das mache, speichere ich einmal. Das auch. Aber esse mal was. Was war das? Ich habe von dem Untot noch einen Stab bekommen, ne? Kampfstab. Boah. Wäre cool, wenn der irgendwie gut Geld eingebracht hätte. Gut, also hier haben wir noch eine Ruine und natürlich haben wir hier Waldläufer, Schattenläufer. Da hinten sind Schnapper. Zumindest einer. Durch die Beine durch. Geil. Toll. Aua. Aua. Nicht angreifen, bitte. Danke. Ah. So. So, dann haben wir hier auf jeden Fall die Schattenläufer und eine kleine Ruine. Bin mal gespannt, was es in der Ruine gibt. Das Problem ist, ich höre Wölfe oder Wachs rechts. Okay. So. Ich sag mal so, ich bin froh, dass ich genug Pfeile habe. Und vor allem auch Brandpfeile. So, Glück. Das ist ein Troll, ne? Das waren Pilze. Einmal Schattenläufer. Ich höre die Wölfe schon wieder.
Er ist ein Vax. Er ist, naja. Es macht's nur noch unangenehmer. Kommen die jetzt von da oder was ist jetzt los? Die kommen gar nicht, weil die dumm sind. Jetzt kommen die von da. Sag's ja, weil die dumm sind. Es sind drei. Toll. Habe ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber die Angst ist verflogen. Gegen einen ist es noch angenehm. Bin froh, dass die Schattenläufer keine Krankheiten verbreiten. Das wäre... Oh, ja, nervig. So, gut. Feuernüsse. Ein Ogerblatt. So. Da sind die beiden. Kann ich auch theoretisch eigentlich... Kommen die hier durch? Natürlich. Aber auch nur halb. Komm, ich hab grad in meinen Tag gedrückt, verdammt. Mann. Ja. Naja. Zum Glück habe ich ja gespeichert. Aha, voll in die Fresse. Aha, voll in die Fresse. Aha, voll in die Fresse. Finde ich gut, dass der andere einfach wegbleibt. Ist ja nicht wichtig, seinen Kumpan zu helfen. Wenn er gerade am Brennen ist. Ganz, ganz natürlich, dass man da nicht zur Seite geht. Beiseite steht. Seite gehen ist ja was anderes, ne? So, blip blip. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang die Folge wird. Ein bisschen länger, glaube ich. Aber ich habe auch gut Sachen rausgecuttet, deswegen... Ja, passt das schon. So, das will ich nicht. Hier ist nix. Hier ist, ja, auch nix. Haben wir hier drinnen irgendwas? Ja, gar nicht. Ein Schattenzepter? Okay. Bisschen Mana. Bisschen. Okay, ist das Schattenzepter? Ah, was ist das Amulett? Also, ich hab 10 Stärken. Ist wichtiger. Ja. Schürhaken. Sumpfkrautpaket aus Lago. Ja, Schattenzepter. Wow. Geilste Beschreibung ever. Kann ich es benutzen? Nö, schade. Gut, das wird wohl irgendwo eine Bedeutung haben. Vielleicht ist es ein Quest-Item, vielleicht. Ich weiß es gerade. Ich weiß es gerade echt nicht. Speicher mal. Kamok, diese Kack. Schattenläufer nochmal zu machen. Wenn ich ehrlich bin. Kann man, glaube ich, nachvollziehen. So, komm her, Wark. Ich nehme lieber den Wolf da hinten nochmal. Den ich natürlich nicht treffe. Weil ich aber zu gierig bin. Kam das bisher eigentlich schon mal vor, dass Wargs und Wölfe zusammengearbeitet haben? Ich meine, es sah jetzt gerade so aus, als ob die mehr oder weniger halt in einem Rudel sind. Beziehungsweise dieses Wolfsrudel von dem Warg angeführt wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Das ist, glaube ich, noch ein Warg. Hat das irgendeine Bedeutung oder ist das gerade einfach nur Zufall, dass Wargs und Wölfe durchgewürfelt sind? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mehr oder weniger mal zusammengearbeitet haben. Die waren halt immer separat in ihren Rudeln unterwegs. Ah. Ja. Ein Harnischkraut, ja geil.
und eine Truhe. In dieser Truhe bin ich hergekommen. Natürlich nicht. Aber ich sehe da hinten schon wieder ein Spielzeug. Ein Stöckel. Eine so eine Hütte, ja. Ich will erstmal dem ausgewachsenen Snapper mal guten Tag sagen. Urvieh des Hochlandes. Ist das da hinten, Zardas Turm? Sieht so da noch aus. Wenn ich jetzt mal hier stehen bleibe und dann. Das könnte der Hammerclan sein, oder der Wolfsclan? Interessant. Also mal gucken, ob dann einer der beiden Turm hat. Alter, so im Ernst. Jo. Alles Cheater heute unterwegs. Ich glaub's ja nicht. Danke. Ah. Habe ich ein ganz cooles Gefühl im Bauch, wenn so ein Viech auf mich zugetrampelt kommt. Attacke! Aua. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich dachte. Aua. Und bam. Jetzt noch einmal und zack. Geil. 400 Erfahrung. Die lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. So. Noch Snapper, hier ist eine Truhe, das ist noch so ein Viech. Okay. Eine Armbrust. Boah. Kann man mal machen, muss man jetzt aber nicht unbedingt. Bin jetzt mit meinen Bügen zufrieden. Muss ich jetzt nicht noch switchen? Ja. Denkt der Snapper eigentlich, dass Urviecher ausgewachsene Snapper sind? Nach dem Motto, guck mal, wie groß der ist. Bestimmt ein Alpha-Tier und Muttertier. Dem folgen wir doch mal. Und wenn ich groß und stark bin oder wenn ich alt bin, dann werde ich auch so ein großer Brecher. Das denken die bestimmt. So. Das kann ich brauchen. Ah, Snapperkraut. Das hat man für irgendetwas gebraucht. Ich weiß gerade aber nicht was. Häufig des Hochlandes. Ich bin halt echt froh, dass die Urviecher wirklich nicht so häufig auftreten wie jetzt Wölfe oder Snapper oder so im Wald. Könnte auf jeden Fall echt unangenehm werden. So, leider droppen die halt auch nur Fleisch und Zähne, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Bin ich beinahe runtergefallen. Gut. Dann speichere ich noch einmal. Dann gucken wir uns das verbrannte Haus nochmal an, kurz. Ja, ich weiß, die Folge ist ein bisschen länger, aber ich mache das hier eben noch fertig und dann können wir auch Richtung Faring gehen. Haben halt nur eine Folge vertrödelt. Das glaube ich auch okay. Oh. Dass Scavenger mittlerweile mit zwei Schlägen weggehen, ist ganz angenehm. Blip, blip. Natürlich kriege ich jetzt Scavenger-Eier, nachdem ich letztens... Was macht der denn da? Was? Hallo? Ja, könnt ihr mal damit aufhören? Ich halt. Uff. Also jetzt nochmal einen schwarzen Troll anzutreffen, hätte ich nicht gedacht. Okay. Gut. Das ist noch ein Troll. Oh. Naja. Hehe. Lalala, ist noch ein Snapper. Weiß nicht. Ansonsten, aber gucken, ob man die vielleicht vergiften kann. Aber ob sich das dann lohnt, die Viecher zu vergiften?
Nee. Weil ich halt nicht so viele Giftpfeile habe. Deswegen. Und die kriegt man auch so ganz gut runter. Wenn man mal keinen blöden Fehler macht. Kann ich jetzt nebenbei den hier machen? Bedauert mich nicht, bedauert mich nicht, bedauert mich nicht. Das war knapp. Nochmal so, nur mich hinterher. Ja. Bin ich gerade aber ziemlich lästig, dass die einen hinterherlaufen. Aber treffen, ey. Glaub's ja nicht. Aha. Ciao. Ich muss den normalen Troll erstmal wegbekommen. Zwei auf einmal ist ein bisschen nerviger. So. Ja. Ja, komm her. Aua. Ja, ich glaube, der normale Troll macht auch gar nicht so viel Schaden. Aber ich könnte ja mal was ausprobieren. Beziehungsweise, ich habe ja eine viel bessere Rüstung am Start. So. Ich kann jetzt keinen auf den Fuß treten, dadurch, dass ich jetzt ein Bandit bin. Deswegen. Das hätte ich auch schon viel früher machen sollen, eigentlich. Ich bin auch ein bisschen froh, dass die Trolle einen nicht so wie im ersten oder zweiten Teil durch die Gegend schleudern können. Weil hier auf einer Klippe wäre das ein bisschen ungünstig. So. Ich will mich jetzt nicht gegen die Krankheit heilen, weil ich das Gefühl habe, dass es dort hinten höchstwahrscheinlich noch weitere Trolle gibt, weil ein Troll und ein schwarzer Troll wie gewöhnlich sind die mit mehr Leuten unterwegs. Wie habe ich den denn das letzte Mal fertig gemacht? Wahrscheinlich mit der Hellebarde, ne? Ja, okay. Uhuhu, ja. Das tut gerade alles weh. Aua. Ach, geil. Es ist toll, dass ich ihn jetzt auch gar nicht mehr treffe. Ja. Jetzt habe ich noch viel Spaß. Ja, mache ich das halt so. Hohoho. ja. Kann es sein, dass dieser Troll irgendwie stärker ist als der erste, den wir gemacht haben vor ein paar Folgen? Weiß nicht warum, aber ich habe da so das Gefühl. Ich kann ja auch theoretisch mal jetzt mal wieder heilen. Und hier mal ausprobieren. Das nimmt sich nicht. Okay. Wähle ich mal die hier aus, die normalen. Das nimmt sich wirklich fast gar nichts. Und wer sagt, dass das gerade billig ist, wie ich den mache? Ist gerade egal, wie ich das mache. Das wird halt immer billig sein. Entweder mit Pfeilen oder halt so. Aber so treffe ich den halt nicht mal. Was ziemlich nervig ist, wie man sieht. Bevor ich jetzt eine halbe Stunde kämpfe und sterbe und dann nochmal laden muss, um den ganzen Quark nochmal zu machen, mache ich das auf die Feigetour. Oh. Das ist natürlich jetzt günstig so. Selbst die Musik hat aufgehört. Kampfmusik. Auch schon keinen Bock mehr. Ja, komm, jetzt mach mal hin. Stirb doch einfach bitte. Ah, nicht so nah bitte. Ich mich in meiner Personal Space eingeschränkt. Ach, geil. Weg mit dir. Ein schwarzes Trollfell und Trollhauer. Trollhauert.
Der Macher von Sky Troll. Blöder Witz. Gut. Ich wusste es. Besser, rostiges Schwert, okay. Ja. Das sind auf jeden Fall schon ein paar Wanderer. Na gut, hier war ja auch mal eine Hütte. Ist halt die Frage, wer war denn hier oben? Jäger? Eine schwere Truhe gibt's hier noch. Geil. Beeil dich! Aha, okay. Schädelschild. Aswehr und. Oh, Erzbrocken, geil. Der Schädelschild wäre halt nicht schlecht. Wenn man Schildparade hat. 25, ja. So, nur kann ich den verkaufen, der bringt halt gut. Mal, machen wir es mal lieber so. Ja. Gut. Ist hier da hinten eine Ruine? Ist es dies. Ne, das ist eine andere Ruine. Ja. War. Kann es sein, dass er Bauchredner ist? Die ganzen Geräusche, die er gerade macht, macht er ohne Mund aufzumachen. Gut. Ich gucke noch mal ein bisschen. Achso, das habe ich schon. Noch ein bisschen weiter. Okay, ist kein Troll mehr. Das heißt, ich kann meine Krankheit endlich heilen. Oder aber auch Zeit. War auch bitter nötig. So, da. Ah, da unten haben wir noch einen Ribber. Zwei Ribber. Ich gehe mal runter. Komm. Was soll der Geiz? Aber ich speichere. Ich habe keinen Bock, diese Scheiß-Trolle nochmal zu machen. So, kommt her. Meine süßen beiden. Das Essen ist angerichtet. Wenn ich jetzt von denen getroffen werde, ja, und wieder einen Krankheitstrank trinken muss, dann gibt's Prügel. Ja. Ach, Glück gehabt. Ich meine, das war geplant. So, und Ruhe. So. Okay. Ah, gut. Sollte die Rüstung auch auf jeden Fall nochmal wechseln. Denn ich gehe jetzt offscreen wieder nach da oben zu Gotha und dann gehen wir in der nächsten Folge endlich mal nach Faring. Wird aber auch Zeit. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und dann hoffe ich, dass man sich auch in der nächsten Folge wieder sieht, denn sonst wäre ich traurig. Und das wollt ihr doch alle nicht. Deswegen, bis zum nächsten Mal und ja, ciao.